Mein Name ist Clemens Kriegelstein. Ich darf Sie alles hier sehr herzlich im Namen der ÖGZ begrüßen und ich übergebe das Wort bereits an den Professor Todl. Danke. Aha, das ist relativ einfach, muss ich jetzt sagen. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier zusammengefunden zu einem Wettbewerb der Commission de Rotisseur, einer gastronomischen Zusammenkunft, sage ich jetzt einmal, seit 1856. Und wir führen das jährlich durch. Wir waren heute in der Schule in Gessheim, die hervorragend mit uns gearbeitet haben. Hier haben wir uns gefunden, weil wir den Sieger bekannt geben wollten und müssen. Bis jetzt habe ich das als Geheimnis gehütet. Bevor ich aber noch so weit gehe, darf ich Ihnen die Jury vorstellen. Hinter uns ist der Küchenchef Ramstl, dann der Küchenchef vom Goldenen Hirsch, der Roman Hofbauer aus Wien, die hier in der Küche gewirkt haben. Hier unser Bailli, der heute auch gekostet und verkostet hat, sehr streng, wie ich gehört habe. Aber so ist er mit uns auch. Warum soll er das mit der Jugend nicht sein? Ich habe Herrn Tritschl eingeladen. Er gehört zur internationalen Chaîne de Rotisserie, ist aus Deutschland gekommen. Und der Kollege Fargel, der bei uns an der Schule am Judenplatz unterrichtet und Präsident des Verbandes der Köche Österreichs ist. Wenn ich jetzt Ihnen noch die jungen Herren zeigen darf, die hinter uns Platz genommen hat. Er kommt aus dem Restaurant Steirereck aus Wien. Er kommt von Villach aus Kärnten. Auch hier eine schöne nationale Zusammenstellung. Er kommt aus dem Hilton aus Wien. Hier haben wir von den Obauers einen jungen Mann da, der so finster schaut, ist aus Salzburg. Auch vom Grand Plaza. Und dann haben wir noch aus, ich weiß nie genau, wo du herkommst. Aus Tirol. Aus Tirol, das hätte ich gewusst. Aber wo aus Tirol ist ja nicht so klein. Also ich arbeite in Galtür. In Galtür. Ist dort die Margarete Maulder schon mal vorbeigekommen? Nein, ist weniger. Aha, na gut, dann haben wir Pech gehabt, dann wurde der Tiroler Strudel dort nicht erfunden. Es liegt jetzt auf meinen Schultern, meine Damen und Herren, das Ergebnis bekannt zu geben. Ich werde den ersten und den ersten, zweiten, dritten Platz sagen und den vierten Platz haben dann die restlichen der Herren gewonnen. Lasst es mich schauen. Platz 3 geht nach Werfen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich muss hier noch etwas dazu sagen, meine Damen und Herren. Ich habe schon viele Wettbewerbe mitgemacht, aber noch nie, dass es ist fast wie beim Skifahren, wenn jemand sagt, 200 Sekunden ist der Zweite. Hier sind 3 Jurien waren tätig, die miteinander überhaupt keinen Kontakt hatten. Und trotzdem ist es so gewesen, dass 2 Punkte, 3 Punkte Unterschied waren. Und das habe ich für eine große Professionalität gefunden, die die Leute selber gehabt haben, aber auch, dass hervorragend gearbeitet wurde. Der Platz 2 geht nach Salzburg. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Gratulieren. Danke. Super. Ist so wie bei Dancing Stars. Ich sollte jetzt einige Worte noch finden, aber ich suche sie nicht mehr. Der Platz 1 geht nach Tirol. Ich gratuliere dir. Und die restlichen Herren sind mit dem vierten Platz betraut. Wie gesagt, es war äußerst knapp und schwierig zu entscheiden, wo nun jetzt diese wirklich knappen Unterschiede gelegen haben. Aber ich danke euch allen für diese hervorragende Arbeit, die ihr geleistet habt. Gratuliere dir. Danke schön. Danke auch dir. Da müssen wir uns noch einmal austauschen. Nein, nein. Ich habe kein Mikro. Aha, dann geht das dort zu. Mit dem Sieger und ihr zwei, bitte habt euch bereit zu halten, wenn er ausfällt.
Ich weiß nicht, wo Kaltür in den Bergen liegt, vielleicht rutscht aus und bricht den Fuß. Dann muss von euch beiden jemand fahren. Aber wir fahren grundsätzlich im Anfang September zur großen internationalen Ausscheidung von 18 bis 20 jungen Leuten. Weltweit wird hier um den Sieg gekocht und es ist auch dort schwierig genug. Ich bin einige Male schon dabei gewesen. Aber wir wünschen ihm alles, alles Gute und dass wir wieder einmal mit einer Medaille nach Österreich zurückkommen. Vielen herzlichen Dank. Auch Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie sich hier versammelt haben. Danke vielmals.